Arthur Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. Komplette Lesung. Gelesen von Volker Braumann. Woche für Woche. Ein Paragraph. Paragraph 38. Wir haben in der ästhetischen Betrachtungsweise zwei unzertrennliche Bestandteile gefunden. Die Erkenntnis des Objekts, nicht als einzelnen Dinges, sondern als platonischer Idee, das heißt, als beharrender Form dieser ganzen Gattung von Dingen. Sodann das Selbstbewusstsein des Erkennenden. Nicht als Individuums, sondern als reinen, willenlosen Subjekts der Erkenntnis. Die Bedingung, unter welche beide Bestandteile immer vereint eintreten, war das Verlassen der an den Satz vom Grund gebundenen Erkenntnisweise, welche hingegen zum Dienste des Willens, wie auch zur Wissenschaft, die allein taugliche ist. Auch das Wohlgefallen, das durch die Betrachtung des Schönen erregt wird, werden wir aus jenen beiden Bestandteilen hervorgehen sehen. Und zwar bald mehr aus dem einen, bald mehr aus dem anderen. Je nachdem der Gegenstand der ästhetischen Kontemplation ist. Alles Wollen entspringt aus Bedürfnis. Also aus Mangel. Also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllung ein Ende. Jedoch gegen einen Wunsch, der erfüllt wird, bleiben wenigstens 10 versagt. Ferner, das Begehren dauert lange. Die Forderungen gehen ins Unendliche. Die Erfüllung ist kurz und kärglich gemessen. Sogar aber ist die endliche Befriedigung selbst nur scheinbar. Der erfüllte Wunsch macht gleich einem neuen Platz. Jener ist ein erkannter, dieser noch ein unerkannter Irrtum. Dauernde, nicht mehr weichende Befriedigung kann kein erlangtes Objekt des Wollens geben, sondern es gleicht immer nur dem Almosen, das dem Bettler zugeworfen, sein Leben heute fristet, um seine Qual auf morgen zu verlängern. Darum nun, solange unser Bewusstsein von unserem Willen erfüllt ist, solange wir dem Drange der Wünsche mit seinem steten Hoffen und Fürchten hingegeben sind, solange wir Subjekt des Wollens sind, wird uns nimmer mehr dauerndes Glück noch Ruhe. Ob wir jagen oder fliehen, Unheil fürchten oder nach Genuss streben, ist im Wesentlichen einerlei. Die Sorge für den stets fordernden Willen, gleichviel in welcher Gestalt, erfüllt und bewegt fortdauernd das Bewusstsein. Ohne Ruhe aber ist durchaus kein wahres Wohlsein möglich. So liegt das Subjekt des Wollens beständig auf dem drehenden Rade des Ixion, schöpft immer im Siebe der Danaiden, ist der ewig schmachtende Tantalus.
Wann aber äußerer Anlass oder innere Stimmung uns plötzlich aus dem endlosen Strome des Wollens heraushebt, die Erkenntnis dem Sklavendienste des Willens entreißt, die Aufmerksamkeit nun nicht mehr auf die Motive des Wollens gerichtet wird, sondern die Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen auffasst, also ohne Interesse, ohne Subjektivität, rein objektiv sie betrachtet, ihnen ganz hingegeben, sofern sie bloß Vorstellungen, nicht sofern sie Motive sind, dann ist die auf jenem ersten Wege des Wollens immer gesuchte, aber immer entfliehende Ruhe mit einem Male von selbst eingetreten. Und uns ist völlig wohl. Es ist der schmerzenslose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter pries. Denn wir sind, für jenen Augenblick, des schnöden Willensdranges entledigt. Wir feiern den Sabbat der Zuchthausarbeit des Wollens. Das Rad des Ixion steht still. Dieser Zustand ist aber eben der, welchen ich oben beschrieb, als erforderlich zur Erkenntnis der Idee, als reine Kontemplation. Aufgehen in der Anschauung, verlieren ins Objekt, vergessen aller Individualität, Aufhebung der dem Satz vom Grunde folgenden und nur Relationen fassenden Erkenntnisweise, wobei zugleich und unzertrennlich das angeschaute einzelne Ding zur Idee seiner Gattung, das erkennende Individuum zum reinen Subjekt des willenlosen Erkennens sich erhebt. Und nun beide als solche nicht mehr im Strome der Zeit und allen anderen Relationen stehen. Es ist dann einerlei, ob man aus dem Kerker oder aus dem Palast die Sonne untergehen sieht. Innere Stimmung, Übergewicht des Erkennens über das Wollen, kann unter jeder Umgebung diesen Zustand hervorrufen. Dies zeigen uns jene trefflichen Niederländer, welche solche rein objektive Anschauung auf die unbedeutendsten Gegenstände richteten und ein dauerndes Denkmal ihrer Objektivität und Geistesruhe im Stillleben hinstellten, welches der ästhetische Beschauer nicht ohne Rührung betrachtet, da es ihm den ruhigen, stillen, willensfreien Gemütszustand des Künstlers vergegenwärtigt, der nötig war, um so unbedeutende Dinge so objektiv anzuschauen, so aufmerksam zu betrachten und diese Anschauung so besonnen zu wiederholen. Und indem das Bild auch ihn zur Teilnahme an solchen Zustand auffordert, wird seine Rührung oft noch vermehrt durch den Gegensatz der eigenen, unruhigen, durch heftiges Wollen getrübten Gemütsverfassung, in der er sich eben befindet. Im selben Geiste haben oft Landschaftsmaler, besonders Ruisdael, höchst unbedeutende landschaftliche Gegenstände gemalt und dadurch dieselbe Wirkung noch erfreulicher hervorgebracht. So viel leistet ganz allein die innere Kraft eines künstlerischen Gemütes. Aber erleichtert und von außen befördert, wird jene rein objektive Gemütsstimmung durch entgegenkommende Objekte, durch die zu ihrem Anschauen einladende, ja sich aufdringende Fülle der schönen Natur. Ihr gelingt es, so oft sie mit einem Male unserem Blick sich auftut, fast immer uns, wenn auch nur auf Augenblicke, der Subjektivität, dem Sklavendienste des Willens zu entreißen und in den Zustand des reinen Erkennens zu versetzen. Darum wird auch der von Leidenschaften oder Not und Sorge gequälte durch einen einzigen freien Blick in die Natur so plötzlich erquickt, erheitert und aufgerichtet. Der Sturm der Leidenschaften, der Drang des Wunsches und der Furcht und aller Qual des Wollens sind dann sogleich auf eine wundervolle Art beschwichtigt.
Denn in dem Augenblicke, wo wir vom Wollen losgerissen uns dem reinen willenlosen Erkennen hingegeben haben, sind wir gleichsam in eine andere Welt getreten, wo alles, was unseren Willen bewegt und dadurch uns so heftig erschüttert, nicht mehr ist. Jenes frei werdende Erkenntnis hebt uns aus dem Allen ebenso sehr und ganz heraus wie der Schlaf und der Traum. Glück und Unglück sind verschwunden. Wir sind nicht mehr das Individuum. Es ist vergessen. Sondern nur noch reines Objekt der Erkenntnis. Wir sind nur noch da als das eine Weltauge, was aus allen erkennenden Wesen blickt, im Menschen allein aber völlig frei vom Dienste des Willens werden kann, wodurch aller Unterschied der Individualität so gänzlich verschwindet, dass es alsdann einerlei ist, ob das schauende Auge einem mächtigen König oder einem gepeinigten Bettler angehört. Denn weder Glück noch Jammer wird über jene Grenze mit hinübergenommen. So nahe liegt uns beständig ein Gebiet, auf welchem wir allem unserem Jammer gänzlich entronnen sind. Aber wer hat die Kraft, sich lange darauf zu erhalten? Sobald irgendeine Beziehung eben jener also rein angeschauten Objekte zu unserem Willen, zu unserer Person wieder ins Bewusstsein tritt, hat der Zauber ein Ende. Wir fallen zurück in die Erkenntnis, welche der Satz vom Grunde beherrscht. Erkenne nun nicht mehr die Idee, sondern das einzelne Ding. Das Glied einer Kette, zu der auch wir gehören, und wir sind allem unserem Jammer wieder hingegeben. Die meisten Menschen stehen, weil ihnen Objektivität, das heißt Genialität, gänzlich abgeht, fast immer auf diesem Standpunkt. Daher sind sie nicht gern allein mit der Natur. Sie brauchen Gesellschaft. Wenigstens ein Buch. Denn ihr Erkennen bleibt dem Willen dienstbar. Sie suchen daher an den Gegenständen nur die etwaige Beziehung auf ihren Willen. Und bei allem, was keine solche Beziehung hat, ertönt in ihrem Inneren gleichsam wie ein Grundbass ein beständiges, trostloses: Es hilft mir nichts. Dadurch erhält in der Einsamkeit auch die schönste Umgebung ein ödes, finsteres, fremdes, feindliches Ansehen für sie. Jene Seligkeit des willenlosen Anschauens ist es endlich auch, welche über die Vergangenheit und Entfernung einen so wundersamen Zauber verbreitet und sie in so sehr verschönendem Lichte uns darstellt. Durch eine Selbsttäuschung. Denn indem wir längst vergangene Tage an einem fernen Orte verlebt uns vergegenwärtigen, sind es die Objekte allein, welche unsere Fantasie zurückruft, nicht das Objekt des Willens, das seine unheilbaren Leiden damals ebenso wohl mit sich herumtrug wie jetzt. Aber diese sind vergessen, weil sie seitdem schon oft anderen Platz gemacht haben. Nun wirkt die objektive Anschauung in der Erinnerung ebenso, wie die gegenwärtige wirken würde, wenn wir es über uns vermöchten, uns willensfrei ihr hinzugeben. Daher kommt es, dass besonders, wann mehr als gewöhnlich irgendeine Not uns beängstiget, die plötzliche Erinnerung an Szenen der Vergangenheit und Entfernung wie ein verlorenes Paradies an uns vorüberfliegt. Bloß das Objektive, nicht das individuell Subjektive, ruft die Fantasie zurück. Und wir bilden uns ein, dass jenes Objektive damals ebenso rein, von keiner Beziehung auf den Willen getrübt, vor uns gestanden habe, wie jetzt sein Bild in der Fantasie. Da doch vielmehr die Beziehung der Objekte auf unser Wollen uns damals Qual schuf, so gut wie jetzt. Wir können durch die gegenwärtigen Objekte ebenso wohl wie durch die entfernten uns allen Leiden entziehen, sobald wir uns zur rein objektiven Betrachtung derselben erheben
und so die Illusion hervorzubringen vermögen, dass allein jene Objekte, nicht wir selbst, gegenwärtig wären. Dann werden wir, des leidigen Selbst entledigt, als reines Subjekt des Erkennens mit jenen Objekten völlig eins. Und so fremd unsere Not ihnen ist, so fremd ist sie in solchen Augenblicken uns selbst. Die Welt als Vorstellung ist dann allein noch übrig. Und die Welt als Wille ist verschwunden. Durch alle diese Betrachtungen wünsche ich deutlich gemacht zu haben, welcher Art und wie groß der Anteil sei, den am ästhetischen Wohlgefallen die subjektive Bedingung desselben hat, nämlich die Befreiung des Erkennens vom Dienste des Willens, das Vergessen seines Selbst als Individuums und die Erhöhung des Bewusstseins zum reinen, willenlosen, zeitlosen, von allen Relationen unabhängigen Subjekt des Erkennens. Mit dieser subjektiven Seite der ästhetischen Beschauung tritt als notwendiges Korrelat immer zugleich die objektive Seite derselben ein, die intuitive Auffassung der platonischen Idee. Bevor wir uns aber zur näheren Betrachtung dieser und zu den Leistungen der Kunst in Beziehung auf dieselbe wenden, ist es zweckmäßiger, noch etwas bei der subjektiven Seite des ästhetischen Wohlgefallens zu verweilen, um deren Betrachtung durch die Erörterung des von ihr allein abhängigen und durch eine Modifikation derselben entstehenden Eindrucks des Erhabenen zu vollenden. Danach wird unsere Untersuchung des ästhetischen Wohlgefallens durch die Betrachtung der objektiven Seite desselben ihre ganze Vollständigkeit erhalten. Dem bisherigen aber gehören zuvor noch folgende Bemerkungen an. Das Licht ist das Erfreulichste der Dinge. Es ist das Symbol alles Guten und Heilbringenden geworden. In allen Religionen bezeichnet es das ewige Heil und die Finsternis die Verdammnis. Ormuzd wohnt im reinsten Lichte, Ahriman in ewiger Nacht. In Dantes Paradiese sieht es ungefähr aus wie im Vauxhall zu London, in dem alle seligen Geister da selbst als Lichtpunkte erscheinen, die sich zu regelmäßigen Figuren zusammenstellen. Die Abwesenheit des Lichtes macht uns unmittelbar traurig, seine Wiederkehr beglückt. Die Farben erregen unmittelbar ein lebhaftes Ergötzen, welches, wenn sie transparent sind, den höchsten Grad erreicht. Dies alles kommt allein daher, dass das Licht das Korrelat und die Bedingung der vollkommensten anschaulichen Erkenntnisweise ist, der einzigen, die unmittelbar durchaus nicht den Willen affiziert. Denn das Sehen ist gar nicht, wie die Affektion der anderen Sinne, an sich unmittelbar und durch seine sinnliche Wirkung einer Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit der Empfindung im Organ fähig. Das heißt, hat keine unmittelbare Verbindung mit dem Willen. Sondern erst die im Verstande entspringende Anschauung kann eine solche haben, die dann in der Relation des Objekts zum Willen liegt. Schon beim Gehör ist dies anders. Töne können unmittelbar Schmerzen erregen. Und auch unmittelbar sinnlich, ohne Bezug auf Harmonie, ohne Melodie, angenehm sein. Das Getast, als mit dem Gefühl des ganzen Leibes eines, ist diesem unmittelbaren Einfluss auf den Willen noch mehr unterworfen. Doch gibt es noch ein Schmerz- und wollustloses Tasten. Gerüche aber sind immer angenehm oder unangenehm. Geschmäcke noch mehr. Die beiden letzteren Sinne sind also am meisten mit dem Willen inquiniert. Daher sind sie immer die unedelsten und von Kant die subjektiven Sinne genannt worden.
Die Freude über das Licht ist also in der Tat nur die Freude über die objektive Möglichkeit der reinsten und vollkommensten anschaulichen Erkenntnisweise. Und als solche daraus abzuleiten, dass das reine von allem Wollen befreite und entledigte Erkennen höchst erfreulich ist und schon als solches einen großen Anteil am ästhetischen Genusse hat. Aus dieser Ansicht des Lichtes ist wieder die unglaublich große Schönheit abzuleiten, die wir der Abspiegelung der Objekte im Wasser zu erkennen. Jene leichteste, schnellste, feinste Art der Einwirkung von Körpern aufeinander. Sie, der auch wir, die bei weitem vollkommenste und reinste unserer Wahrnehmungen verdanken, die Einwirkung mittelst zurückgeworfener Lichtstrahlen nämlich, diese wird uns hier ganz deutlich, übersehbar und vollständig in Ursache und Wirkung, und zwar im Großen, vor die Augen gebracht. Daher unsere ästhetische Freude darüber, welche, der Hauptsache nach, ganz im subjektiven Grunde des ästhetischen Wohlgefallens wurzelt. Und Freude über das reine Erkennen und seine Wege ist. Der Paragraph 38 in Nietzsche. Alles Wollen entspringt aus Bedürfnis, also aus Mangel, also aus Leiden. Solange unser Bewusstsein von unserem Willen erfüllt ist, finden wir kein dauerndes Glück, finden wir keine dauernde Ruhe. Ohne Ruhe aber ist kein wahres Wohlsein möglich. Erst wenn ein Übergewicht des Erkennens über das Wollen besteht, ist reine Kontemplation möglich. Künstlerisches Zeugnis dieser Geistesruhe und Denkmal dieser Objektivität sind die Stillleben der Niederländer oder die Landschaftsmalereien eines Ruisdael. In ihnen sehen wir die innere Kraft eines künstlerischen Gemütes. Die objektive Gemütsstimmung aber, die sich in ihnen äußert, wird befördert durch die entgegenkommenden Objekte, also durch die sich aufdringende Fülle der schönen Natur. Es ist also die Natur, die uns der Subjektivität entreißt und uns in den Zustand des reinen Erkennens zu versetzen vermag. Gelingt dies, sind Glück und Unglück verschwunden. Wir sind dann nicht mehr Individuum. Das Individuum ist vergessen, sondern es existiert nur noch das reine Subjekt der Erkenntnis. In dem Augenblick aber, in dem wieder irgendeine Beziehung eben jener rein angeschauten Objekte zu unserem Willen, also zu unserer Person hergestellt wird, hat der Zauber wieder ein Ende. Und wir fallen zurück in eben jene Erkenntnis, welche der Satz vom Grunde beherrscht. Wir treten aus der Welt als Vorstellung dann wieder in die Welt als Wille hinein. All das eben Gesagte sind Aussagen über die subjektive Seite der ästhetischen Beschauung. Hierzu gehört auch, dass wir mit unseren Sinnen eine unmittelbare Verbindung mit dem Willen haben. Die einzige Ausnahme ist das Sehen. Denn anders als die Affektion der anderen Sinne ist das Sehen nicht einer Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit der Empfindung im Organ fähig. Diese Eigenschaft findet sein objektives Korrelat im Licht. Denn das Licht ist die Bedingung der vollkommensten, anschaulichen Erkenntnisweise.